Willkommen bei Schlesienjournal. Heute nehmen wir Sie auf eine Reise nach Deutschland in die Oberlausitz. Dort wurde die Europeada 2012 ausgetragen. Was die Europeada ist und warum sich alles wieder um Fußball dreht, das erfahren Sie gleich nach den Infos. Die Zwackauer Eiche, Walnack, Capris, der Star der deutschen Volksmusik Heino und viele, viele mehr kommen am 29. September nach Breslau. Dort wird das 4. Kulturfestival der deutschen Minderheit veranstaltet. Auf der Hauptbühne präsentieren sich Tanz- und Musikgruppen, Chöre und Blasorchester der deutschen Minderheit in Polen. Doch auf die Gäste warten auch kulinarische Spezialitäten, Ausstellungen und Vorträge. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir bereiten uns jetzt schon vor, auch noch anders, auf eine andere Art und Weise. Es gibt viele DFKs, die stricken. Sie stricken für das Festival. Unser Ziel ist, dass wir die Haltestelle an der Jahrhunderthalle und ein paar Bäume, die zu der Jahrhunderthalle führen, umstricken, und viele Schals sind schon fertig. Das Festival wird in der Jahrhunderthalle in Breslau veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Es werden auch Busfahrten dorthin veranstaltet. Fragen Sie in Ihrem DFK danach. Ethik im Journalismus in der multikulturellen Welt am Beispiel Schlesiens ist das Leitthema der 7. Deutsch-Polnischen Journalistischen Akademie. Junge Journalismusbegeisterte treffen in der 2. Septemberhälfte in 4 schlesischen Städten aufeinander. Doch nicht jeder kann an der Akademie teilnehmen. 10 deutsche und 10 polnische angehende Journalisten werden unter denjenigen ausgewählt, die bis zum 20. Juli ihren Lebenslauf und ihren eigenen journalistischen Text zum Thema Ethik im Journalismus sind Stereotypen noch lebendig einsenden. Die Belohnung ist wertvoll. Zahlreiche Workshops, Vorträge und Diskussionen mit deutschen und polnischen Medienexperten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung und das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit laden ein. Mehr auf www.haus.pl. Pop und Poesie aus Schlesien. Seit einer Woche arbeiten Musiker der Oppelner Philharmonie zusammen mit Josef Kottich, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Oppelner Sejmix aus den Reihen der deutschen Minderheit, im Musikstudio an einer CD. Die soll im November erscheinen, ist ganz auf Deutsch zu Gedichten des oberschlesischen Dichters Georg Hauptstock. Hauptstock hat in meiner Ortschaft gelebt, kurz vor dem Krieg, und während des Weltkrieges ist er dort gestorben. Er war ein schlesischer Dichter, der in den Wäldern an der Malapane seine Zuflucht und Ruhe gesucht hat, während der schwierigen Zeiten, der Nazi-Zeiten in Deutschland. Weißt du noch, als wir am Wasser standen? Josef Kottich komponierte die Musik zu den Gedichten von Hauptstock selbst. Die CD wird eine Fortsetzung seiner ersten CD sein, auf der nur 2 Gedichte von Georg Hauptstock vertont worden sind. Mit seinen 9 Liedern will er auch auf den Deutschen Kulturtagen in Oppeln im Herbst auftreten. Porträts der Oppelner Bürger von heute, doch im glauerischen Stil, kann man am Ring in Oppeln besichtigen. Diese Ausstellung soll an den deutschen Fotografen Max Glauer erinnern. Einen Fotografen, der europaweit bekannt war und für seine Fotos mit vielen Preisen gekrönt wurde. Max Glauer hatte sein Atelier in der Krakowska Straße 34a in Oppeln. In diesem entstanden in der Vorkriegszeit tausende von Porträts der Oppelner Einwohner. Nun will man mit dieser Ausstellung an den berühmten und vergessenen Bürger dieser Stadt erinnern. Die Veranstalter der Ausstellung sind das Museum des Oppelner Schlesiens und die Stiftung Fotografenwerk 2.8. Die Ausstellung kann man bis zum 12. Juli besichtigen. Die Europeada ist die Fußball-Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten. Die 2. Staffel der Europeada wurde parallel zu der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen. Diesmal in der sächsischen Lausitz bei den Sorben in Deutschland. Auch die deutsche Minderheit aus Polen war zum ersten Mal dabei. Die schlesische Mannschaft, die sogenannten Oppelner Sportfreunde, spielte zum Auftakt gegen die Gastgeber, also die Sorben. Doch im Stadion in Nebelschütz waren sie nicht alleine. Deutsche Fans aus Schlesien waren dabei und haben die Mannschaft angefeuert. Musik.
tego, że gramy z gospodarzami, to będzie mecz z kategorii takich za 6 punktów. Pierwszy, no i nie ukrywam, że tutaj faworytem są gospodarze. Zrobimy wszystko, żeby było dobrze. Wir müssen die Visi vorbereiten, sie aber aber sieht, dass sie gut sind. Also ich hoffe, wir gewinnen. Wchodzi za stoperów, wiesz, wchodzi, nie? Za stoperów, nie trzymaj się kluczowo z mojej strony. Damian, rozumiesz, Damian? Tak samo ty, rzuca po jednej stronie. Rozumiesz, chodzi, wchodzisz, zginie i za stopa. Ins Stadion nach Nebelschütz kamen 2000 sorbische Fans und 200 Deutsche aus Schlesien. Hier wollen sie ihre Mannschaften anfeuern. Wir sind als Familie aus Gogolin hier angekommen und muss man anfeuern, muss man was der Welt ein bisschen zeigen. Dass die Minderheiten auch eine Kraft in die Welt setzen. Dass sie bei uns irgendeine Politik auch begreifen, dass wir auch was machen können und dass vielleicht irgendwann das bei uns auch da wird. Keine Frage, also wir gewinnen heute. 1-0. Der erste Anpfiff und das Spiel geht los. In den ersten Minuten verloren die Oppelner Sportfreunde 2 Tore. Es ist eigentlich eine Revanche. Wir hatten 2 Kilometer von hier, 3 Kilometer von hier, einen neuen Sportplatz in Krostwitz eingeweiht. Da haben wir die polnische Mannschaft als Gast gehabt, die Oberschlesier schon. Und die haben uns 3-2 geschlagen. Also, jetzt haben unsere Jungs gesagt, wir müssen uns vorbereiten. Die Revanche ist da. Und ich glaube, die haben es ernst genommen. Ernst hat auch die sorbische Minderheit ihren Auftrag genommen, und zwar die Europeada zu veranstalten. Bereits 2009 wurde ihnen die Veranstaltung der 2. Europeada zugeteilt. Ein Argument sicherlich. Man hat eine gewisse Infrastruktur, was zwar nicht für so eine großen Turniere ausgerichtet ist. Und das zweite, auch ein politisches Argument, die Dumme Wiener feiert ja dieses Jahr ihren 100. Jahrestag. Und ich denke, das hat auch Ausschlag gegeben. Und es war noch keine Konkurrenzbewerbung in dem Falle da gewesen. Wir waren einfach relativ schnell dafür. Die Domo Wiener ist der Dachverband der Sorben in Deutschland. Und gerade mit der Europeada wollen sie für sich und andere Minderheiten in Europa werben. Das Thema nationale Minderheiten und Sport ist ein, sage ich mal, nicht ganz alltägliches Thema, weil häufig werden die, wenn sie die nationalen Minderheiten und kleinen Völker in Europa wahrnehmen, über die politische Schiene, über Forderungen, über Unterdrückung vielleicht oder über Missstände, weniger darüber, dass man auch ganz normaler Mensch ist in seiner Umgebung. Und der Mensch, der treibt auch Sport, der singt und tanzt und der geht arbeiten, er wohnt und lebt genau wie alle anderen hier in Europa. Was auch die Fans im Stadion bewiesen haben. In der 2. Spielhälfte kamen die Fans der deutschen Minderheit aus Polen auf ihre Kosten. Denn ihre Mannschaft hat nachgeholt und nacheinander 2 Tore geschossen. Doch dies reichte nicht, um das erste Spiel zu gewinnen. Sie hat 4-3 verloren. Wir sind wenig Leute von unserer Seite, aber da, wie kann man das weiter organisieren? Ich sag, sehen wir mal vielleicht in 4 Jahren. Vielleicht wird das bei uns sein, wenn wir mal sehen. Zukunft zeigt. Unsere Mannschaft vor allem, das ist eine Auswahl, die eigentlich nur einmal vor dem Turnier gespielt hat. Und das ist auch ein Unterschied. Wir werden aber vom Spiel zu Spiel immer besser, und die Sorben treffen wir nur einmal im Finale. Leider schaffte es unsere Mannschaft nicht bis ins Finale. Sie platzierte sich auf dem 10. Platz. Gewonnen haben die Titelverteidiger aus der Schweiz, die deutschsprachige Volksgruppe aus Südtirol. Die Europeada wurde von der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, kurz der FUE, veranstaltet. Die nächste findet in 4 Jahren statt. Uns gibt es in einer Woche wieder. Dann zeigen wir, wie unterschiedliche Kulturen in Breslau gemeinsam feiern können. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.